Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4 und das geht ja schon wieder gut los hier. Ich hoffe, das Wachstum an. Ja, wir waren beim letzten Mal hier weiter in unserer Hauptstadt unterwegs, wollten uns auf der anderen Flussseite ein bisschen ausbreiten und ihr seht's, wir bauen uns schon ordentlich aus hier, muss ich sagen, auf dieser Seite und ja, kann gerne so weitergehen, würde ich vorschlagen. Ich meine, wir sind schon fast hier am Ende angekommen. Und wie gesagt, in der heutigen Folge werden wir wahrscheinlich ja den Bereich oberhalb dieser Monorail hier fertig machen. Und dann haben wir tatsächlich schon ja ein Fünftel der neuen Flussseite voll. Ja, das so kann es gerne weitergehen, finde ich schon. Und wow, was kommt denn hier oben für ein geiles Teil? Wow, Batavia Minara. Ah, so eins ist das. Okay, ja, das ist cool. Mhm, das Gebäude gefällt mir. So. Genau, dieses Wohngebiet hier ist frisch entstanden. Und ihr seht, die Nachfrage nach Wohngebieten ist nicht mehr da. Da hatten wir ja in der vorletzten Folge gesagt, beziehungsweise in der letzten auch, jawohl, dass wir hier mal gucken müssen. Ihr seht, die Caps, die sind bei 100%. Das heißt, da geht nicht viel mehr. Normalerweise. Aber wir haben ja unseren Trick mit, mit den großen Plazas rausgefunden. Ja, das heißt, wenn wir große Plazas bauen, können wir für mehr Nachfrage sorgen. Und dann gucken wir doch einfach mal hier in unserer alten, altbebauten Flussseite, welche Gebiete man denn hier zu großen Plazas umfunktionieren kann. Und ich würde... nein. Ich würde sagen... Nein. Ah, die Steuerung ist manchmal hier ein bisschen... Ach, Leute. Ich würde sagen, dieses Gebiet hier sieht doch so aus. Als ob man daraus eine... Genau. Wunderbar. Als ob man da eine große Plaza hinmachen kann. So. Weil wir brauchen mehr Einwohnernachfrage. Definitiv. Ach Mann, ihr nervt. So, ist er bei 4, ja. 9, 9, 9, 9, 9. Oh shit, das ist ein bisschen problematisch. Das ist jetzt irgendwie so frickelig hier. Verdammt, ich habe schon was abgerissen, glaube ich. Mann, dass der Regler aber auch immer springt, ne? Das ist ein bisschen 60, so. Aber wo war denn das andere Gebiet jetzt? So, da können wir auf jeden Fall was reinmachen, okay. Aber ich habe doch woanders auch. Ah, das war das, ne? Das war. Ah, okay, das war das, alles klar. Ihr seht, da ist wieder Nachfrage. So. Ja, wunderbar, Mensch. Dann würde ich vorschlagen... Ah, nee, hier. Wartet mal, hier ist doch noch... Da unten ist noch was frei, Freunde. So. Ja. Da, genau. Okay, das heißt, wir können hier auch wieder eine große Plaza hinmachen. Ganz genau so. Und ihr seht, die Nachfrage ist wieder da. Das ist so genial, wirklich. Die großen Plazas sind einfach... ein Wunderwerk. So, und da können wir hier nämlich schön weiter Wohngebiete aufbauen. Ja, voll, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, jo, gehen wir das mal an. Alles klar, dann... jawohl. Machen wir das hier unten noch mit. So. Genau, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Dann haben wir hier noch eine Dreifachfläche. Ja, das geht. So. Ja, perfekt. Ah, wunderbar. Das heißt, wir können hier direkt... Oh, wartet mal. Da fehlt noch eine U-Bahn-Anbindung, ne? Bei den Schulen. Okay. Dann machen wir die. So, zack, hier. Los. So.
Alles klar, dann können wir direkt Wohngebiete. 4 mal 4, 3 mal 3. Und ich habe wieder vergessen in die Mitte. Ah, sorry, Elite. Ja, beziehungsweise, ja doch, der Elite hat mir den Trick gegeben, aber ich achte da nie drauf. Aber es scheint nicht nötig zu sein im Moment. Also diesen Trick anzuwenden, es scheint auch so zu gehen. Deswegen bin ich da gerade echt überrascht, ne? Beziehungsweise relativ stressfrei, was das angeht. Wie zweimal Bus. Wie zweimal Bus, nichts zweimal Bus. Deswegen, also, das scheint nicht nötig zu sein. Sagen wir es so. Wenn es wieder nötig wird, mache ich es natürlich, ne? Dass ich da mehr Grünflächen einbaue. Aber im Moment geht es tatsächlich auch so. So. Aber hey, passt doch. So, alles klar dann. Einmal Bäume, 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 Bäume. So, jawohl. Warum, was macht ihr hier? So. Weiter, Bäume, los. Ach, guck mal. Ach, die Monorail ist hier gekappt worden. So. Gut, dass ich das sehe. Echt gut, dass ich das sehe. So, dann einmal hier Monorail-Station hier unten. Ja, deswegen. Schaut euch das an. Ui. Oh, und wir haben Blackouts hier, beziehungsweise Brownouts. Nachbarschaftshandel, Energie. Kaufen bitte. So. Sehr schön. Und können wir Müll weiter exportieren? Haben wir überhaupt Müll? Ich guck mal gerade nach Müll. Oh ja, wir haben Müll. Oder? Ja, nicht so wirklich. Also das geht immer wieder nach Richtung Null. Also das passt schon. So, okay. Dann machen wir hier mal... Hier unten machen wir Jobs hin, würde ich sagen. Genau. Hier unten machen wir Jobs hin, aber mit einer Monorail-Station schön anbinden. So. Dann machen wir hier unten ein paar Gewerbegebiete hin. So. Jawohl, schaut euch das an. Es ist so krass. Ah, und Gewerbenachfrage ist im Keller. Das heißt, wir müssen aufpassen. Okay. Das heißt, wir müssen aufpassen. Okay, ja. Das heißt, wir müssen abwarten, bis diese Einwohner gebildet sind. Dann kommt auch die Gewerbenachfrage wieder hoch. Okay. Ja, Steuersorgen. Jetzt geht mir nicht auf den Senkel. Ich werde eure Steuern nicht senken. Könnt ihr vergessen, wenn die Nachfrage noch da ist. Ne? Aber ihr seht's. So. Wie sieht das Gleichgewicht aus zwischen Jobs und Einwohner? Ah, wir brauchen mehr Jobs. Okay. Wir brauchen viel mehr Jobs, aber die können wir ja hier hinten hin machen. Ne? Okay. Dann warten wir mal ein bisschen. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Jawohl, wie es hier nach wie vor weitergeht. Und Müll, haben wir irgendwie Müll? Müll haben wir nicht. Okay, sehr gut. Attraktivität ist nach wie vor gegeben. So soll es sein. Und dann warten wir einfach mal ein paar Jährchen ab. Beziehungsweise, ja, ist ja Nachfrage nach mittleren Gebieten da. Ne? Dann, ach, dann wisst ihr was. Machen wir es einfach. Machen wir es einfach. Komm, was soll der Geiz? Naja, seht ihr das? Die bauen doch schon direkt hier. So, richtig gut. Okay, das heißt hier oben und hier unten. Einmal U-Bahn, U-Bahn, bitte. So. Ich meine, die haben ja eine Schnellverbindung. Ne? Die haben ja eine Schnellverbindung hier hindurch, die Monorail. Da sollen sie sich mal nicht so aufregen, ja. So, alles klar. Dann mach's einmal so. Jawohl. Das heißt, wir können hier weitere kleine Parks hinmachen. So.
Und weiter, 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 weiter. So, zack. Ja, wobei. Ja, doch, es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dass das so weitergeht. So, dann machen wir es mal so. Genau, wunderbar. Mehr will ich doch gar nicht. Schön bebauen alles, jawohl. Hä? Hä? Wie jetzt? Das ist doch auch ein Wohngebiet. Also irgendwie, weil ihr seht's, ne? Hier ist das ein Gewerbegebiet. Merkt euch mal das Gebäude. Ein rundes. Und hier unten ist es ein Wohngebiet. Also, ich weiß nicht, was der Architekt da gesoffen hat. Aber nun gut, ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist, aber nun gut, es ist halt so. Ist halt das gleiche Gebäude für Büros und Wohnungen. Ja, dann ist das eben so. Und die Bildung geht nach oben, wie ihr seht. Jawohl. Okay, das heißt, dass ich die Nachfrage sollte. Jawohl, die Nachfrage steigt. Seht ihr das? Also, das ist wirklich genial. Die Gewerbenachfrage steigt wieder, Gott sei Dank. Das heißt, wir können hier ohne Probleme weitermachen. So, und... wartet mal. Nee, wir müssen mal nach unten machen, tatsächlich. So, einmal nach unten. Das nenne ich Fortschritt, auf jeden Fall. Also, das nenne ich schon guten Fortschritt. So und so. Jawohl, so muss das laufen. So muss das... Ja, wobei. Wohnungen. Keine Jobs. Wohnungen. Oder? Wie sehen unsere Jobszahlen aus? Ja, wir bräuchten eigentlich ein paar mehr Jobs, aber das ist nur 100.000 der Unterschied. Also, von daher, das passt schon. Zack. Und wie gesagt, in die Mitte mache ich keine Parks, weil es scheinbar nicht nötig ist im Moment, weil die auch so wachsen. Deswegen, genau. So, zack. Kriegt ihr hier eure eigene Station. Zum Glück ist das nicht daneben gegangen. Dann hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Und am besten hier nochmal. So. Dann machen wir hier, hier. Und schon kommen die, großen Klötze. Sehr geil. So, wunderbar. Dann schön alles planwirtschaftlich hier verbauen. Es sieht so krass aus, ne, wenn das so planwirtschaftlich mäßig hier alles aufgebaut wird. Aber es sieht cool aus auf jeden Fall. Ich mag sowas ja, ne? Wenn sowas schön gleichmäßig und ordentlich alles aufgebaut wird. So, dann. Jawohl. Da sind sie. Sehr schön. Alles klar. Dann könnt ihr dazu ziehen. Ah, perfekt. So. Nachfrage ist nach wie vor da, ne? Wir sind bei 1,6 Millionen. Sehr schön. Boah, schaut euch dieses Wachstum an. Richtig geil. Richtig geil, Freunde. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Richtig nice. So. Okay, das heißt, wir müssen auch wieder ein bisschen warten, bis die gebildet werden. Ja, ihr seht es, ne? Das habe ich ja komplett neu aufgebaut hier. So. Ja. Die sind alle im Umkreis. Ja, perfekt. Freunde, perfekt. Oh, wir haben Bandagenblues. Ja, das kann gut sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass ihr Ärzte wieder mehr Geld haben wollt. Ne, das ist ja immer so. Okay, dann geben wir euch halt mehr Geld. So. Dann machen wir es halt so. Genau. Alles klar. 2,5 und hier oben seid ihr. 3,3. Ja, passt schon. Das passt schon. Sehr gut. Das heißt, wir können die Bildung wieder ein bisschen hochschrauben. Minimal. So. Ah, aufpassen mit den Kosten. So.
Wunderbar. Das heißt, wir sind wieder bald bei 100 Millionen, wenn das so weitergeht. Oh, schaut euch das an. Ah, und wir haben hier wieder die Grenzen erreicht. Scheinbar. Gut. Dann speichern wir das Ding erstmal, bevor es abstürzt. Das muss nämlich nicht unbedingt sein. So. Und dann... Ja. Wenn es nicht so lange würde, lange brauchen würde zum Speichern. So, dann gucken wir doch nochmal, wo wir hier nochmal ein paar Zonen durch... Ah, hier. Zonen durch, ja, große Blasers ersetzen können. Da habe ich auch direkt schon wieder was gefunden. So, große Plaza. Wir brauchen mehr Einwohner. Und ihr seht, das ist schon wieder die Nachfrage. So, wo denn noch? Ist jetzt eine gute Frage. Hier. Da. Da ist doch eh keiner. Ja, sehr cool. Dann machen wir das doch. Zack, zack, zack. So. Ja, da ist schon wieder die Nachfrage. Es ist so geil. Dieser Trick ist so herrlich. Oh, und wir brauchen wieder Wasser. Okay, aber Wasser kann man ja direkt nachkaufen. So, dann kauft das Wasser nach und dann drehen wir halt die Bildung wieder ein bisschen runter. So. Wenn ihr Wasser braucht, dann drehe ich euch die Bildung ab. So einfach ist das. So, dann können wir hier mal wieder die Gebäude abreißen, die wegen dem Wassermangel schwarz geworden sind. So, dann. Das hier, genau. Zum Glück haben wir das noch rechtzeitig gemerkt mit dem Wassermangel. So, 1,6 Billionen. Gucken wir mal auf die Bildung. Ja, kommt. Bildung kommt. Ja, ist okay, ist okay. Gut, dann machen wir hier weiter, würde ich vorschlagen. So. Gut. Das heißt, wir ziehen hier mal so eine Einbahnstraße rüber. Und hier so eine Einbahnstraße. Dann hier wieder so eine Einbahnstraße. Dann am besten so eine Einbahnstraße. Ja. Macht das am besten andersrum, ne? Macht das am besten so rum. Dann hier oben nochmal. So, ein riesen Gewerbegebiet. Aber was mut dat mut, ne? So. Dann machen wir hier mal. So, und einmal hier durch. So. Alles klar. Dann können wir loslegen. Ein riesen Gewerbekomplex. So, wunderbar. Was läuft, Freunde? Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Projekt nach wie vor gefällt wie mir. Mir gefällt es wirklich sehr. Und ja, wie wir jetzt hier ordentlichen Fortschritt machen, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das wir jetzt so gut hier vorankommen. So, aber wir brauchen halt... Wir brauchen halt diesen Fortschritt tatsächlich, ne? So. Machen wir hier einfach mal weiter, so. Ah. Ja, das ist schon massiver Fortschritt. Schon echt nicht schlecht. So, dann hier zack. Und zack und zack. Hier einmal miteinander verbinden. Und dann einmal so rum. So. Dann noch schön mit einer Monorail gleich. Und dann haben wir das. So, Monorail bitte. Station, Station, Station. Ah, schön. Schön strukturiert. So, und dann kann es losgehen, würde ich vorschlagen. 3x3. So. 4x4. Das wird krass gleich. So viele Jobs hier. Und mal gucken, ob sie das wirklich alles vollbauen. Da bin ich ja immer noch unsicher. Ja. Aber es könnte kloppen. Das könnte gut gehen, tatsächlich, wenn wir denen mal ein bisschen Zeit lassen und mal ein paar Parks hier hin machen.
So. Jede Menge Flächen hier für euch. Was für ein Riesengewerbegebiet. Also wirklich. Da kommen sie auch schon. Also zumindest ein paar. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel hier aufbauen. Aber guck mal, da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. Okay, wunderbar. Zack, 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 zack. Ja, wobei, mach mal hier so. Mach mal hier auch mal so. Genau. Hier haben sie schon vollgebaut. Okay. So, dann weitere Grünflächen bitte. Ich weiß, man sollte zwar eigentlich auch Plazas aufbauen, aber ich finde die Grünflächen irgendwie sinnvoller. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja. Wartet mal, hier unten aber noch eine Verkehrsanbindung vergessen. So, Bus, Bus, Bus. Ah, da kommt wieder was, sehr gut. U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Und verbinden die Sache. Das macht gut. Ah, da habe ich was Doppeltes, aber das ist ja auch okay. Das ist in Ordnung. So, haben wir hier noch Grünflächen hängen. Und dann haben wir tatsächlich alles hier vollgebaut, ne? Ja, wobei, obwohl die Nachfrage gerade nicht so stimmt. Aber hey, gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir hier ein paar Bäumchen hin machen. Tatsächlich nicht so viel. Ah, doch, okay. Ein bisschen was. Wow, und wir verdienen wieder ordentlich Geld. Das heißt, warte mal, so langsam könnten wir tatsächlich die Steuern für die Gewerbe minimal senken. Aber wirklich nur einmal. Weil wir brauchen tatsächlich die Jobnachfrage. So, nur minimal. Einmal, das reicht. Einmal reicht, Freunde. Mehr mache ich es jetzt wirklich, weil wie gesagt, wir müssen einfach aufpassen. Und schaut euch das an. Wir haben die Steuern gesenkt und zack, da geht's ab. Da geht's ab, Freunde. Boah, schaut euch das an. Da geht's richtig ab. Was so eine einfache Steuersenkung bewirken kann. Wow. Aber wie gesagt, damit muss man vorsichtig umgehen mit dem Thema. Es wäre jetzt schön und gut, dass hier so voll die krassen Gebäude und so kommen. Aber, wie gesagt, das kann sich zu einem Teufelskreis entwickeln. Ne? Und das sollte man tunlichst vermeiden. Warum ist denn jetzt eigentlich hier... Was ist denn jetzt hier wieder los? So. So, wunderbar. Dann könnt ihr wieder Jobs hier machen. Also Jobs kreieren. So. Ja, sehr schön. So muss das doch sein, Freunde. Das heißt, die Jobs sollten jetzt theoretisch gleich sein. Also es sollten jetzt gleich viele Jobs hier in unserer Stadt sein wie Wohngebiete. So, dann gucken wir uns das doch gleich mal an in unserem Zensusgebäude. Ja, fast. Seht ihr das? Es sind fast genauso viele Jobs. Okay. Und die Wohngebiete. Also Wohnungsnachfrage ist ein bisschen unten. So, wo kommen denn die Pendler eigentlich her? Nirgendwo. Doch, okay. Da, die kommen von... Genau, von hier vorne her. Okay. Aha. Ja. Alles klar, das Arbeiter 0. Ja. Na, guck mal, da haben wir schon wieder zu wenig Nachfrage. Das heißt... Die sind alle gebildet. Ja, das heißt, wir haben hier oben jetzt quasi bündig abgeschlossen. Schön krass, ne? Also jetzt haben wir tatsächlich, würde ich vorschlagen, die Hälfte der Karte. Genau, die Hälfte der Karte haben wir jetzt voll. Das heißt, wir müssen aber auch wieder hier Gebiete raussuchen. Ah, hier. Da habe ich wieder eins gefunden. Ach, sehr gut. Wieder Gebiete raussuchen mit, wo man was abreißen kann. So. Nicht die Straße mit abreißen. Hallo. So.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann die Autobahn mit abreißt. Mach mal Zonen, bitte. Eigentlich nicht. Nee, okay. Eigentlich nicht. Was sollte dann so klappen? Verdammt. Ja, das ist ein bisschen frickelig hier, aber dann reißen wir die Straße einmal mit kurz mit ab. So, das ist ja nicht so schlimm. Können wir ja wieder miteinander verbinden. Genau. So. Dann machen wir jetzt nämlich hier wieder eine große Plaza hin, bitte. Um die Wohnungsnachfrage wieder ein bisschen zu pushen. So. Gut, wo geht's weiter? Ah, hier, aber hier würde ich gerne einen Hafen hinmachen. Später. Ah, hier, guckt mal. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder ein paar Flächen gefunden. Ah, perfekt. Große Plaza, große Plaza. Ja, okay. Ah, perfekt. Hier sind auch noch welche. Ah, sehr, sehr schön. Für den Moment. Weil, falls, wenn ich hier einen Hafen hin mache, dann müssen die natürlich wieder weg. Aber. Aber irgendwie klappt das gerade nicht so, oder? Ja, doch, es klappt minimal. Wir haben halt sehr schnell. Wir sind halt sehr schnell expandiert jetzt gerade, ne? Deshalb. Gibt es hier sonst noch. Ja, hier vorne. Na komm. So. Ja. Nein, verdammt. Aber. Ach, jetzt lass mich doch. Verdammt nochmal. So, genau. Weitere Plaza. Dann können wir hier wieder miteinander verbinden. Genau. So. Da ist die reiche Nachfrage wieder im positiven Bereich. Ist das hier auch dreimal? Nee, das sind leider nur Zweier. Okay. Okay, wo können wir denn noch? Ich durchsuche jetzt die ganze Stadt nach irgendwelchen, irgendwelchen Flächen, die man dafür missbrauchen kann. Ja, das hier sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ja, gut. Ah, hier, guckt mal. Das können wir doch. Ah, verdammt. So können wir es machen. Genau. Zack. Hier am Flughafen haben wir schon alles, ne? Jawohl, da haben wir schon alles. Alles vollgebaut. Was sind das hier für Dinger? Sind das große Plazas? Große Blumengärten? Ja, warum das denn? Wartet mal. Kommen da gefälligst große Plazas rein hier. So. Ja, hei, was ist denn da los? So, da ist wieder so ein nutzloser Park. Große Plaza rein. So, dann machen wir das einmal so. Ja, und dann ist die Folge gleich auch schon wieder voll, ne? Aber. Ja. Genau, und jetzt fragen nämlich die Einwohner nach einer Steuersenkung. Und das ist das halt, was ich meinte mit, wir müssen da vorsichtig sein, was Steuern angeht. Verdammt. Können wir jetzt mal bitte vernünftig hier. So. Genau. Und zack. Ja, sehr gut, so geht das. Habe ich die Straße natürlich mit abgerissen, ist ja klar. Aber wir haben jetzt einige Gebäude tatsächlich gebaut und das ist hier gerade ein bisschen. Ja, also wir haben scheinbar zu viele Wohnungen. Hoppala. Sorry, da musste ich einmal kurz niesen. Ja, okay, das heißt, wir müssen uns da in der nächsten Folge mal wieder um die Nachfrage vernünftig kümmern. So, mach mal bitte Bäume einfach. Einfach Bäume. Einfach Bäume. So.
einfach Bäume und da kommt die. Schau ich das an, da kommt das Wachstum. Sehr schön. Ja, aber ihr seht's. Ne? Ihr seht's, wir brauchen eine Steuersenkung. Das ist das. Können wir uns die leisten? Das ist jetzt die Frage, können wir uns die leisten, die Steuersenkung? Jetzt befinden wir uns nämlich in einem Kreislauf. Also eine einzige können wir uns leisten, denke ich. Indem wir die Bildung ein bisschen runterschrauben. Das Blöde ist, dass uns da echt dann Einnahmen wegfallen, ne, wenn wir Steuersenkung machen. Aber probieren wir es mal. Moment mal. Speicher das mal gerade. Ich weiß, wir haben Folgenende zwar erreicht, aber... Oh Gott, wir haben schon 12 Uhr. Krass. Wow. So. Speicher das doch endlich. Danke. So, Steuern sinken. Mal gucken, was das für einen Effekt hat hier. Schau dich das an. Ja, obwohl, es ist gar nicht so schlimm. So, und? Wie sieht es da jetzt aus mit der Nachfrage? Ja, danke. Okay, okay. Puh, alles klar. Steuersenkung haben wir gemacht. Da kommt ein Geschenkchen. Bitte nicht. Kein Geschenk, bitte. So. Nein, was habe ich da? Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht da. Bau das bitte wieder auf. Nein, bau das wieder auf. Verdammt. Habe ich aus Versehen hier so ein cooles Gebäude abgerissen mit... Nee. Wisst ihr was? Das lade ich. Ja, das lade ich einfach. Das Gebäude will ich gefälligst behalten. Ah so, und ihr seht, die Jobs, die sind fast gleichwertig mit Wohngebieten. Das heißt, wir machen uns gut. So, ihr seht es schon, das ist richtig gut. So, wir wollten die Steuern senken. So, genau. Aber bitte ohne Gewerbegebiete abzureißen. So. Ihr seht, einmal kann man das verkraften tatsächlich, ne? Weil durch die Steuersenkung ziehen ja mehr Leute dazu. Und je mehr Leute dazu ziehen, desto mehr Geld kommt wiederum in die Kasse. Also das passt schon. Da kommt wieder das blöde Geschenk. So, da kommt man wieder nicht dran. So, alles klar. Dann bitte nochmal. Schon besser. Okay, schon besser. Gut, aber wie gesagt, müssen wir einmal die Bildung minimal runter. Schrauben so. Jawohl. Ja, und dann passt das doch, Freunde. Da haben wir tatsächlich genau das erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Nämlich, wir haben hier sogar ein bisschen mehr. Wir haben hier eine... Ja. Einen Bereich. Also bündig abgeschlossen, sagen wir es so. Gut. Dann würde ich sagen, was ist das denn? Brandywine Tower. Yo, cool. Gut, liebe Freunde, dann würde ich jetzt aber mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter in den Kanal. Und ja, bis hier dann weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal bei SimCity 4. Es läuft sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.